Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zum Tourist Bus Simulator. Ja, es hat da eine Tür geklingelt, deswegen haben wir die letzte Folge hier so abrupt abgebrochen, aber wir sind ja immer noch auf dem Weg nach Hause. Und wir haben jetzt noch ein paar Meter und dann sind wir zu Hause. Dann können wir noch ein bisschen Bücher machen. Und dann ist auch Feierabend für uns. Ihr seht es als Unternehmer, wir haben nach 12 Uhr. Dann müssen wir der Christine noch... das war jetzt ein bisschen fehl von mir. Der Christine noch... die Fahrt zu weisen in den Fahrplan, also mit einplanen. Disposition, alles machen wir hier zusammen. Dann müssen wir hier noch geradeaus. Wie fluffig und flocker das jetzt hier von der Hand ging, die Tour. Nee, 3 Folgen haben wir gebraucht. Katastrophe war diese Strecke. Katastrophe. Erst verfahren, weil das Navi irgendwie spinnt. Das muss ich sowieso mal gucken, ob das jetzt wirklich ein Bug ist oder woran das lag, dass wir zuerst nach Dings gefahren sind, obwohl wir nach Yolomar oder wie hieß das jetzt, muss ich gleich schon mal gucken, hin mussten. Fahren wir ein komplett falsches Zielgebiet rein, ne? Wo wir eigentlich hätten hingemusst. Ich habe gedacht, wäre ein Blitzer gewesen. Ne, ist eigentlich ein Fotostand bzw. ein Aussichtspunkt. Also Busfahrer auf Fuerteventura ist natürlich puh. Wenn die Straßen da wirklich so sind, und ich gehe mal davon aus, dass die so sind, dann hat man schon was zu tun, ne? Und immer denken, wo es hoch geht, geht es auch wieder runter. Wenn dann noch eine Kurve kommt, so wie hier jetzt zum Beispiel, oder muss ich aber mal kurz in die Eisen gehen, weil wir sind noch Doppeldecker, ne? Also das muss ich noch lernen hier. Da muss ich ein Gefühl für entwickeln auf dieser Insel. Die Kurven hier sind nicht außer Acht zu lassen. Und wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, wir fahren hier einen Doppeldecker. Ne? Wir sind 4 Meter hoch. Und hier unten meint man, man sitzt im PKW, aber wir haben über uns noch was. Und das schwankt richtig gut. Ne? Sind wir in Antigua? Da könnte ich mir ja eben mal Eis essen, ne? Habe ich ja vorne am Kiosk geholt. Mh, lecker. So. Lecker, lecker Eis.
sehr komischer Straßenverlauf übrigens, ne? Ich bin jetzt auch froh, wenn wir wirklich zu Hause sind. Aber wer hätte das gedacht, dass wir 96% erreichen, ne? 100 wären besser, aber die 4%, die kriegen wir im Laufe des Let's Plays auch noch hin. Hier solche Kurven meine ich, ne? Die sind übel. Da kommst du da richtig angeschöppert und dann wird die Kurve so eng, dann hast du keine Gewalt mehr über den Bus. Deswegen lassen wir das mal lieber. Ach guck mal, jetzt auf schon 23:45 wird nachts. Halb voll der Tank. Da können wir mal tanken gehen. Ja, morgen müssen wir sowieso in die Waschstraße. Morgen machen wir Waschstraßentag wieder tanken. Und vielleicht mal eine kleine Tour. Ich weiß, man blinkt nicht, wenn man in den Kreisverkehr reinfährt. Aber da der Kreisverkehr hier so klein ist, blinken wir ja direkt, damit wir wieder rausfahren können. Sonst checken die Autos das nicht, ne? Wir dürfen hier halt nur nicht verunglücken. Das ist Worst Case, wenn das passiert. Puerta del Rosario. Boah, sind wir jetzt auch schon zu Hause. Die Frau fragt sich bestimmt schon, wo wir bleiben. Dann lassen wir mal eben die Achse vorne hoch. Und
fahren wir gleich, wenn wir hier rückwärts runterfahren, bleibe ich immer vorne mit der Schürze hängen. Das ist blöd. Hier, wie der Bus aussieht. Hier geht das Rolltor auf. So, willkommen zu Hause. Ein Bus war aber moin sauber. Aber guck mal, wie der aussieht, ne, Freunde. Guckt euch das mal an. Der muss dringend in die Waschstraße. Und das meinte ich mit der Liftachse. Ne? Wenn ich jetzt hier runterfahre, kloppe ich immer mit der Schürze. Deswegen mache ich immer die Liftachse hoch. Hier mit in der Garage. Ne, eigentlich nicht, ne? Hallo? Ne. Gut. Boah, guck mal, wie der aussieht. Oh, die Klima ist noch an. Die sollte ich ausmachen, die Klima. Überhaupt, die Dings ist noch an, ne? So ist die Zündung jetzt noch an, das verstehe ich jetzt nicht. Hier ist alles aus, aber hier die ist alles noch an irgendwie, ne? Aber auch alle Schalter zurück. Ist okay. Keine Ahnung, was das ist, die werden wohl nachher ausgehen. Beziehungsweise vielleicht, weil die Tür auf ist. Ja, aber ich habe doch kein Licht an, oder? Ne, Licht ist nicht an. Egal. So, ab ins Büro. So ist das als Selbstständiger. Halb eins macht man Feierabend. So, die Tour ist fertig. Die müssen wir jetzt noch unserem Fahrer zuweisen. Wo ist die hier, ne? Okay. Zuweisen. Der Christine und dem 106er. Zuweisen, okay, hier sehen wir, wie viel, 33 Stunden die Woche, also die Hälfte, der könnte noch eine Tour vertragen, ne? Aber die fährt er dann auch. Und die dauert 2 Stunden und 10 Minuten, ne? Also 19, 20, 21, 10 ist er wieder, halb 10 ist wieder hier. Dann müssen wir gucken, ob der abends noch eine Tour fahren kann oder halt mittags, dass wir irgendwie mittags noch eine finden. So, jetzt fährt die Clarissa beide Touren, sind im Dauerauftrag. Ne? Das ist jetzt immer richtig Kohle für uns. Das hätten wir auf jeden Fall schon mal geklärt. Dann schauen wir mal, was die Finanzen sagen. Wir könnten rein theoretisch. Wir haben jetzt 370.000. Entweder zahlen wir jetzt einen Kredit zurück. Das würde ich, glaube ich, auch gerne tun. Kann ich den hier zurückzahlen? Rückzahlen? Volle Rückzahlung. Dann machen wir das mal. So, jetzt haben wir nur noch 174.000. Aber wartet mal, jetzt muss ich noch mal dahin. Ist der jetzt weg oder ist der nicht weg? Ja, der ist weg. Und vielleicht kaufen wir uns noch einen kleinen Bus oder so. Wir können mal im Markt schauen, ob irgendwas im Angebot ist. Ja, hier den für 13.000, das ist so ein kleiner Lieferbus, sowas. Aber ein 106er ist nicht da, ne?
Der Setra 516. Na, ich weiß nicht. Ne, da warten wir lieber mal bis diese Tage, ob wir da nicht einen schöneren reinkriegen. Also, wenn er möchte, noch einen 106er haben von VDL. Oder aber, wie gesagt, hier so einen kleinen Sprinterbus, ne? Aber ich würde sagen, das war's, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke, dass ihr zugesehen habt. Bis dahin. Tschüss, ciao und bye-bye.